Jo, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Fernbus Simulator. Wir machen heute weiter mit der nächsten Strecke, und zwar Schwerin, Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven. Ja, warum kann ich bestimmte Haltestellen noch nicht anfahren? Was heißt noch nicht bestimmte Haltestellen? Aber warum kann ich bestimmte Ziele noch nicht fahren? Genau, weil wir vom Level her noch nicht etwa hoch genug sind. Ich habe es irgendwo gelesen gehabt. Wir haben momentan einen Radius von 450 Kilometer rund um unser Standort, das wäre Leipzig. Alles andere können wir noch nicht anfahren. Die Musik manchmal. Ja. Wir können halt Groningen zum Beispiel noch nicht anfahren, sind ja Niederlande, ist alles noch nicht möglich. Kriegen wir aber noch hin, wenn wir offiziell, wenn wir zum Level aufsteigen. Wir müssten jetzt ein Level hochgehen und dann hätten wir die Möglichkeit, die Haltestellen weiter anzufahren, dann ins Ausland zu gehen. Ich hoffe, dass wir es vielleicht in der nächsten, übernächsten Folge hinbekommen, weil unter anderem auch Flensburg zum Beispiel noch fehlt. Also Kiel haben wir ja, Flensburg fehlt aber zum Beispiel noch. Alles andere haben wir soweit erstmal, wir sind Leipzig gestartet. Und dann direkt nach Berlin gefahren. Ich wundere mich gerade, dass ich Potsdam mitgenommen habe. Aber das kriegen wir noch hin. Wir werden jetzt erstmal die kleine Schleife hier fahren. Also sprich dann Wilhelmshaven. Und dann geht es wahrscheinlich über Osnabrück, Bielefeld und so weiter geht es dann. Wahrscheinlich zählt das so Richtung Potsdam wieder. Und dann machen wir unten weiter. Dresden und so weiter. Aber wir müssen jetzt mal gucken, wenn wir die Level frei bekommen. Ne? So, also, ja, machen wir los. Machen wir was, ne? Machen wir heute ein bisschen was. So, weiter geht's. Schwerin, Wilhelmshaven. Wir fahren natürlich auf realistisch, wie immer. Haben wir da mal einen anderen Bus? Haben wir noch mal einen Bus irgendwie zur Verfügung? Neoplan Skyliner. Ja, den nehmen wir doch. Nehmen wir mal einen Doppelstockbus, ne? Los geht's. Wir starten heute mit dem hier. So, jedenfalls freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid wieder. Also unabhängig davon, dass das Spiel natürlich einige Bugs hat und alles drum und dran, macht es mir natürlich Spaß. Sonst würde ich nicht jetzt schon den dritten Tag voneinander anfangen aufzunehmen. Ich habe gerade Bock auf dieses Spiel, auf dieses neue Projekt. Ich habe eigentlich Bock auf alle meine Projekte. Und heute fahren wir den Neoplan Skyliner und kriegen dafür direkt eine Trophäe. So. Ich mache mir natürlich mein Fenster runter. Shit. Hört man. Was haben wir denn? 21,5 hatten wir ja davor. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall wieder machen. Jo. Und dann starten wir gleich durch. Warte mal. Küche aus, Küche an, WLAN an, Klöchen an. Fahrgastmonitore an. Wilhelmshaven, Hamburg, Bremen. Die Route 5. Jetzt machen wir es gerade aus. So, dann würde ich sagen, starten wir durch. Fahren wir jetzt mal unsere Fahrgäste hin. Wenn ich schon darf, irgendwann mal. Wo habe ich. Achso, ja. Man sollte auch die Dings lösen. Die Handbremse lösen. Los geht's! Nach. Wir sind in. Jetzt bin ich auf. Hier wird nicht Schwerin, natürlich. Meinen Ort kennen wir ja, aber wir wollen natürlich jetzt erstmal. Danke, er lässt uns sogar durch. Nett, danke schön, Taxifahrer. Ja, begleitet uns auf unserer tollen Reise von Schwerin nach Wilhelmshaven über Hamburg und Bremen. Aber schön leise an. Also gegenüber dem immerhin. Definitiv. Hier ist eine Tankstelle theoretisch. Müssen wir jetzt eigentlich nicht weiter.
müssen wir jetzt eigentlich nicht weiter da mal tanken, weil eigentlich dürfte man noch voll sein. Ja, und zwar ist es alt. So, ich setze mal einen Retarder rein. Das ist mir am liebsten, weil. Warte mal. X. Macht es ein bisschen einfacher mit dem Bremsen. Dann habe ich nicht diese Ruckelbremse. Kennzeichen passt sogar, ist sogar SN. Ja, SN ist Sperin. Na komm. Also ich feiere solche Bus-Simulatoren immer extrem gerne. Das war ja beim richtigen Bus-Simulator so. Das war ja auch jetzt, also beim 18er, beim 20er war es so. Also das war ja eine Map quasi dann. So, jetzt muss man gerade gucken. Muss ich gerade gucken, hier muss ich rein. Genau, das weiß ich noch. Auf die lange Reise von Schwamm nach Wilhelmshaven. Und heute sind wir drei neue Städte sogar noch direkt. Nämlich Hamburg, Bremen und eben halt Wilhelmshaven. Und dann hoffen wir mal, dass wir den vier reichen, dass unser Radio das deutlich größer wird. Deswegen. Moin sehen, herzlich willkommen bei Flixbus. So, jetzt muss ich gerade gucken, jetzt muss ich mich orientieren noch an dem, bei dem Ding hier. Okay. Machen wir mal alle doof hier. Ich will das Gepäck raus, dass unsere Kollegen hier schon die Zeugs reinladen können. So, und dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Fahren Sie in meine Richtung? Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Wer bist du denn überhaupt? Schönerin der Bremen. Das ist, klingt schon mal gut. Robin Simon. Guck mal da, das ist die Nummer 4. Sehr gut. Auf geht's. Dann verschwinde mal der Bus. Du warst das. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, natürlich möchte ich ein Ticket sehen. Du bist die Jule Mielke, die auf der 2 steht. Und damit ist es okay. Sehr freundlich. Ich bin auch freundlich. Hier ist mein Ticket. So, du möchtest nach Bremen. Du bist die Elisabeth Bauer. Elisabeth Bauer. Da ist sie doch. Vielen Dank. So, wer möchtest du hin? Bin ich hier. Bremen. Richtig? Du möchtest nach Bremen. Du bist wer? Bragner Stumpf. Der passt. So, was ist der Name? Danke. Jupp, passt soweit. Servus. Du bist. Fahren Sie in meine Richtung? Ja, ich fahre nach Wilhelmshaven, ne? Du bist vor allen Dingen Bella King, oder? Warte mal, Bella Krecken, wo sind wir? Warte mal. Da ist sie doch. Ciao. Tag, ich hoffe, ich bin hier richtig. Der Jimmy. Bist du? Sehr freundlich. Das Ticket. Bitteschön. Jo. So, du bist der Luzi. Alles klar. Auf geht's. Mahlzeit. Bin ich hier richtig? Ja, bist du, wenn du die Nährbett. Das habe ich schon gesehen, der Name. Danke. Passt. Grüezi. Hier, mein Ticket. Grüezi. Auf Weg nach Hamburg. Du bist der Oskar. Das passt soweit. Vielen Dank. Grüezi, bin ich hier richtig? Ja, Grüezi, wir sind nicht in der Schweiz. Noch nicht. Da kommen wir noch hin. Keine Sorge, das machen wir noch. So, du bist der Pius Bartels. Der hat sein Ticket dort. Danke. Perfekt. Hallo, mein Ticket. Bremen. Du bist die Laura. Danke. Du möchtest nach Bremen. Wunderbar. Warte mal,
Ich nehme sie gleich. Ich werde es mal hier den Kollegen abfertigen. Oh, Alter. Peter Lutz. Danke sehr. Eingescannt und das ist fertig. Grüezi. Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Du möchtest nach Hamburg. Du möchtest nach Hamburg. Dann nehmen wir dich doch mit rein. So, damit ist das soweit okay. Und unsere Fahrgäste. Da steckt ja gerade der Name aus meinem Bus raus. So, dann machen wir nochmal die Ladeluke zu, damit wir weitermachen können. Warte mal. Einmal alles zu. Das steht natürlich ziemlich unvorteilhaft. Das würde der Felge und dem Reifen so gut tun, wenn wir so stehen würden. Ja, Hilfe. So, dann haben wir eine Abfahrt offiziell. 16.2. So, dann kann ich hier noch mal kurz ein bisschen bereit machen mich. Dass ich zumindest alles im Blick habe. Ne, das passt so. Ich will einfach alles ein bisschen im Blick haben. Ja, ist schon mal okay. So, wir haben jetzt noch 7 Minuten. Die Anlage läuft. Gucken wir, dass wir ja alles mal kurz irgendwann bereit machen hier. Das Fahrerlicht brauchen wir nicht. Und alle anderen Lichter haben wir, glaube ich, oder? Da wird jemand abgeschleppt. Probier gerade nur Dinge aus. So, alles andere funktioniert. Dann machen wir die Klappe zu. Das passt auch soweit. Das ist die Route 5. Die Route. Oh, da wird einer abgeschleppt. Warum machst du denn jetzt den Umweg? Der fährt jetzt hier rum. Ich muss mal gucken. So, 5 Minütchen. Komm ich los, weil wir haben ja eigentlich alles an Bord, oder nicht? So, wir müssen offiziell eine Pause machen hinter Hamburg. So, verkauft haben wir. Nein. So, ich gucke gerade nochmal durch, ob wir nicht irgendwas vergessen haben hier. Aufstehend haben wir, haben alles, ne? Gut, Check-in. Ja. Eigentlich passt es soweit. Gut, dann starten wir durch Richtung
Er hat sein erstes Reiseziel. Wir machen durch nach Wilhelmshaven, oder? Wenn wir dann dürfen. Wir sollten auch die Hand uns lösen. Das vergesse ich immer. Ja. Alter Verwalter, kommst du an? Kommt der nächste angeschossen? Alter, was? Ja, aber ihr kommt doch mal ohne zu gucken, haben sie geschossen, die scheiß LKWs, ne? So. Und wir. Warte mal, ich muss mich gerade wieder ein bisschen orientieren. Oh, Alter, das ist schwierig gerade. So, dann machen wir los. Müssen. Ich mache jetzt gleich mal kurz die Scheibenwischer an. Hier ja. So, wir machen uns auf den Weg auf die 156 Kilometer lange Reise von Schwerin, zumindest jetzt erstmal nach Hamburg. Da vorne wäre eine Tankstelle, aber die brauchen wir jetzt natürlich nicht. Jetzt schon wieder? Jetzt schon wieder. Das quietscht ja wegen der Brücke, ne? Das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen geiler. Ich finde es jetzt schon wieder cool, dass wir, wenn wir uns auf die Brücke fahren, dass wir quasi dann die Scheibenwischer mal zu quietschen, weil kein Regen kommt. Das ist schon wieder ein feines Detail. Ich find's cool. Nur so nebenbei. So, aber hier rum. Ich hatte kein Auto. Ja, heute mal nicht von meinem unterwegs, heute sind wir mal mit dem Neoplan Skyliner unterwegs an einem Doppelschockbus. Schön, auch mal was Neues. Ja, und wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Also wenn wir Level 4 erreichen, also was hier das Maximum Level ist, Level 3, dann so wird sich der Radius erweitern. Ich hoffe, also immer mehr der Radius erweitern und hoffe, dass wir dann irgendwann draußen können. Die Städte müssten eigentlich frei sein. So, guck mal gerade. Soll die Klimaanlage zu kalt sein? Warte mal. Ja, keine Sorge. Ich stelle sie wieder hoch. 23 Grad. War auch so gerade noch geschafft. Ich weiß jetzt nicht, wie die Fahrphysik bei den Fahrzeugen ist. Aber eigentlich ist das dann ein Doppelschockbus, mit dem wir jetzt gerade fahren. Ist es halt so. Also fahren wir jetzt runter mit dem Gas. Wir dürfen hier 50 fahren, wir waren 61, dann kann wirklich wieder geblitzt werden. Weil das kostet kein Geld. Das ist der Vorteil, es gibt nur Erfahrungspunkte weniger. Im Boot-Simulator war es so, dass es wahres Geld kostete. So, mal gucken, ob wir durchkommen. Also ich hätte auch erwartet in der letzten Runde, dass wir tatsächlich eine Polizeikontrolle haben. Ich glaube, wir hatten gar keine tatsächlich, ne? Mal gucken, ob wir noch eine kriegen. Also deswegen war es ja, hätte ich auch durchfahren können, aber wir werden eh wieder mit ordentlich Vorsprung in Hamburg ankommen. Wir haben noch 139 Kilometer, wir haben jetzt noch eine Stunde 40 laut Ingame-Uhr. So, kurz mal ein bisschen das Gas wegnehmen, ist aber hier. Also den LKW, wie gesagt, der kam aber übelst angeschossen. Ich dachte, der wäre frei, da kommt nichts und dann kommt er. Das ist es halt einfach. Du denkst, passt schon und dann ploppt da nochmal irgendwas auf. Aber der kam aber angeschossen dann, ne? Wir können ja theoretisch auch unsere eigenen Busse designen. Oh, da. Ich will hier raus! Halt die Fresse!
Okay, das Ding geht jetzt natürlich auch auf mich. Es passiert, es ist nichts passiert, aber... Also... Ach du, leck mich doch. Leck mich doch am Arsch. Das ist wie... Wie im Real Life. Alter, zwei Autos über die Ampel und rot und denkt wieder, ich bin mal rot, ne? Deswegen muss man keinen Moment warten, jetzt gerade an der Ampel. Das wird jetzt umschalten, weil da vorne schon das Auto steht. Nee, oder auch nicht. Okay, wir haben jetzt mal die ganzen Abbieger. Jetzt. Ich hol mir noch einen Zug hier. Kannst du auch einen Zug fahren, mir scheißegal. Die Klimaanlage steht auf 23,5 Grad. Sollen wir gucken, weil ich muss ja mit dem Lenken noch ein bisschen auf die Klimaanlage gucken. So, ich stelle mal auf 24,5, mal gucken, ob es funktioniert. Aber man muss sagen, der lässt sich super schön und super angenehm fahren. Und ich habe leider das DLC-Pack nicht, was 20 Euro kostet, aber das werde ich mir doch mal irgendwann holen. Das werde ich mir hoffentlich in den nächsten zwei Wochen holen, dann kann ich dann quasi euch auch die anderen Fahrzeuge mitbringen. Ich will auch mal ein Scania fahren oder sowas. Aber jetzt erstmal. Wow, das guckt aber gerade schön hier. So, willkommen in Schleswig-Holstein. Sind wir nicht die ganze Zeit durchfest oder wo waren wir jetzt gerade? Boah, das ist aber eine Kurve hier. Ich sag ja, also Zimmerfahrphysik, ich glaube, dass tatsächlich der Unterschied jetzt gerade ist, mit einem doppelstockfossilischen Kurve zu fahren, gerade bei dem Wetter. Dass der gerade die mit dem Schwanken war. Ich glaube, das geht ab mit dem normalen immer nicht. Aber wie gesagt, nochmal, ich spiele Controller. Ne? Deswegen, ich könnte natürlich auch sagen, no, komm, scheiße, ich fahre mit dem Lenkrad. Ich habe ein Lenkrad, aber... das müsste ich jetzt alles um, da müsste ich mein ganzes Setup umbauen. Ja, es wird bald wieder Formel 1 auf meinen Kanal gehen. Aber erst mit dem neuen Spiel. Da gibt es wieder eine Koop-Session. Da wird es wieder Liga-Rennen geben. Gibt's da noch kein Blitzergas, ne, unter sich? Wie haben wir denn noch bis Hamburg? 100 Kilometer knapp. Was sind wir denn überhaupt mittlerweile? Wo hängen wir denn überhaupt jetzt? Ja, wir haben nicht mehr so weit bis Hamburg. Dann fahren wir nach Bremen und dann fahren wir nach Wilhelmshaven. Also wir müssen jetzt bis Hamburg starten, quasi Landstraße. Wie gesagt, deswegen kommt auch Flensburg, fehlt Flensburg zum Beispiel noch. Ah, schön, wir dürfen 100 fahren hier. Ja? Oh, der lässt sich super angenehm fahren, der fährt schön leise, der frisst das. Da ist jetzt nicht irgendwie übelst lauter. Wow, wir müssen. Ach, also wollen wir jetzt nicht nochmal machen. Die machen wir. Wenn wir nachher in Hamburg sind. Wir sind nicht mehr allzu weit weg. Wir haben jetzt noch ca. 87 Kilometer. Müssen wir dort fahren? Ja, müssen jetzt direkt hoch, ne? So, deswegen nehme ich mal ein bisschen das Gas komplett weg. Genau, Autobahn Richtung Hamburg. Ja, Hamburg will ich auch mal. Mal gucken, wie viel man da kennt. So ein bisschen. Also ich war schon mal da, ja.
Aber mal gucken, wie viel wir überhaupt erkennen auf der Strecke. Bisschen Rockets tatsächlich, ne? Also ich spiele PS5 Version. Oh, da ist der Kollege. VDL. Auch noch ein doppelter Kuss. Das freue ich mich nicht. Geht jetzt nicht. Oh, Alter, warte mal, ja, vorsichtig. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, ne? Ach, hier ist ein Unfall passiert, deswegen nehmen die jetzt gerade alle das Gas weg. Ich habe jetzt nichts gesehen, muss ich zugeben. Ich muss jetzt zugeben, dass ich nicht sehe. Wir haben noch 70 Kilometer bis Hamburg? Wir sind gleich da? Jetzt merken wir auch nicht mehr die Klimaanlage. Wir fahren bei 4,5 oder was? Jetzt höre ich mal hier kurz das Elefantenrennen ein. Die Autobahn geht wird jetzt vierspurig sogar. Wovon glaube ich eine Spur jetzt abgeht. Nee, das war keine Absicht. Ich dachte jetzt, ja, das ist für vierspurig dann vielleicht. Alter, die steht. Ich habe doch gerade noch gesagt, ey. Die meckern jetzt nicht wegen der Klimaanlage, die hier ist wunderbar auf 24,5. Aber ich bin zu kalt. So, wir müssen jetzt auf die. Was ist das für eine Autobahn jetzt, wo wir drauf fahren? A1. Oh, das sollte man natürlich tun, jetzt nicht in der Kurve tun. Machen. So, kannst du mal dein... deine Karre hier wegnehmen, weil da kann ich mich da mal kurz rüberziehen. Dann hänge ich mich schön in die Mittelspur. Bin ich drunter? Bevor ich durch Unfall, habe ich den berührt das auch beim Rausziehen? Ich glaube, der weit genug weg gewesen. Oh, es hört auf zu regnen. Keine Sorge, wir sind hier im Norden. Was ist nur her? BHV, Wilhelmshaven. Oh, Alter. Jetzt war ich hier mit dem... Warte mal, müssen. Wir müssen hier raus, ne? Boah, ich kann nicht überholen. Weil es ist schon Hamburg ausgeschildert. Das heißt, wir brauchen gar nicht versuchen, hier zu überholen. Bremen, Hannover. Ja, müsst ihr nicht aus Hamburg mitnehmen. Die kleine Schleife in Hamburg mitnehmen. Jetzt fahren wir dann weiter. Wir fahren wieder auf diese Autobahn zurück. Wir müssen ja nochmal nach Bremen dann. Aber jetzt machen wir erstmal den kleinen Break. In der schönen Hansestadt Hamburg. Mal gucken, wie viel wie man da kennt. Also wie gesagt, ein bisschen kenne ich. Ich war mal da. Ja, vor zwei Jahren, ja. Ich war beim Fußball dort in Hamburg. Und natürlich auch auf der Reeperbahn. Also nicht auf der Reeperbahn, aber dort gegenüber ist eine Kneipe, wo wir mal gesessen haben mit zwei Jungs. Die ist nicht allzu weit weg von der berühmten, von dieser berühmten Esso-Tankstelle. Der Esso ist das, glaube ich. Ja, doch. Aber ich habe gehört, die soll zu sein, ne? Irgendwie sowas, ich weiß nicht, wie die Hamburger dort vielleicht, irgendwie, keine Ahnung. Der kann aber auch den Weg, ne? Kannst du hin? Das ist der nächste. Mafia! Warte mal. 80 Kilometer bis Hamburg. Also jetzt kommst du nach Hamburg rein, also direkt über Stau. Jetzt hast du erstmal einen Stau.
Ich probiere gerade Dinge wieder zu erkennen. Das ist schwierig. Das ist echt schwer. Also ich bin, glaube ich, damals mit dem Zug gefahren. Mit dem Zug sind wir damals gefahren. Sie haben Stuttgart fahren wir mit. Ich bin viel mit dem Fußball unterwegs. Und zum Fußball. Das ist ein anderer Fahrzeug. OD. Das ist ein OD. Oldenburg? Doch, OD ist, glaube ich, Oldenburg. Warte, jetzt einen kleinen Moment, wir sehen uns die schöne Ampel. Hamburger Hafen. Es dauert natürlich alles. Ich glaube doch, wenn die 10:58, das könnte fast von der Zeit her passen. Das ist so, ich dachte mir, ja, du bist bestimmt wieder eine halbe Stunde, Stunde zu früh. Nee, diesmal. Scheint mal den Berufsverkehr von Hamburg zu sein. Oh, Alter. Es dauert immer ein bisschen. So, jetzt ja, die haben es umgeschaltet. Ich hätte mehr gerne Menschen unterwegs, halt mehr Menschen als unsere Fahrgäste vielleicht ein bisschen unterwegs, also ein bisschen mehr Publikumsverkehr, das wäre total toll gewesen, weil es sieht einfach alles so leer aus. Wir dürfen jetzt nicht überholen. Ach, was ist denn heute los? Ich bloß so fest. Der ist doch die ganze Zeit fortgefahren. Ich bin ja hinter ihm geblieben. Jetzt hat er FD, Fulda. Nächstes Kennzeichen. TML Studios Erfurt. Als Entwickler sitzt ja in Erfurt. Ja, wie gesagt, das könnte hinkommen von der Zeit her. Ich bin jetzt die ganze Weile den Bus hinterher gefahren. Ist das hier der Hauptbahnhof? Sieht so aus, ne? Oh, Alter! Ja, verklag ruhig! Ich versuche gerade Dinge rauszukriegen. Das hier rechts ist der Hauptbahnhof, ne? Sieht zumindest danach aus. Okay, du fährst nicht nach, ne? Fährst nicht ganz. Ja, das dürfte eigentlich, weil BD, ja. Gut, okay. Klar. Die dürfen ja keine, außer Flixbus dürfen ja keine Original. So, da gehen wir dann doch irgendwann mal. Dann müssen wir es anders machen. Warte mal. Dann müssen wir mal raus da. Wir müssen vorne rum. Die orange Linie war schon richtig. Nämlich einmal außen rum und dann quasi richtig stehen, damit wir hier rauskommen. So, dann herzlich willkommen in der schönen Hansestadt Hamburg. Dann muss man da lang runter.
Ist hier hinter rein? Ja, ne? Doch. Wo ist man denn überhaupt hin? Stücke geradeaus noch, okay. Sind wir da? Ach, wir müssen doch bis ganz vorne ran. Ich habe wohl hier Fernbus oder was auch immer zu sein. Also da müssen wir aufpassen. Ja, da vorne müssen wir ran, genau. Da stehen schon unsere Menschis auf dem Weg nach Bremen bzw. Wilhelmshaven. Und damit haben wir Hamburg freigeschaltet. Gut. Und dann machen wir gleich das hier fertig mit dem Check-in. Haben viel Gepäck dabei. Und dann geht's unterwegs nach Bremen. So. Es geht jetzt weiter Richtung. Der geht nicht in den Bus. Ich will nicht in den Bus gehen. Ich will Passagiere checken. Bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen. Ja, du möchtest ein Ticket kaufen. Warte mal. Nach Wilhelmshaven hast du gesagt. Vielen Dank. Eingekauft. Du möchtest auch ein Ticket haben. Ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Pff, nach Bremen, alles klar. Machen wir so. Bremen, Bremen. Ja, passt. Cool. So, ihr habt alle natürlich Gepäck an Bord. Hat der Bus keinen Gepäckraum? Doch, die sind. Wo? Oh. Die sind nicht offen. Scheiße. Doch, hat er, natürlich. Entschuldigung. Salut, ich hoffe, ich bin hier richtig. Wer bist du überhaupt? Der Dean Baumgartner, hey? Ja, bist du? Sehr freundlich. Bist du? Du bist da? Tag, ich hoffe, ich bin hier richtig. Du bist der Thiago Eicheler. Hab ich schon gesehen, der ist er doch. Cool. Also, es ist noch eine Person auf der Liste, also mindestens zwei. Mahlzeit, mein Ticket. Du fährst nach Luzern? Eher weniger. Suche ich mal meinen richtigen Bus. Ja, vielleicht mal sinnvoll, ja. Hi, das Ticket. Bitteschön. Du bist der... Roman Kummann, der Letzte. Sehr freundlich. Luzern, da fahren wir auch immer noch hin. Grüezi, bin ich hier richtig? Nach Selin? Nee. Die haben mir echt das falsche Ticket gebucht. Nee, du hast einfach falsch eingegeben. So, alles andere ist eh wurscht. Also heißt Türen zu wieder und weiter geht die Reise nach Bremen. So. Irgendwo klingelt ein Telefon. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. So, machen wir mal die Ansage rein. Und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig. So, wir reisen jetzt. Alter! Die Heizung! Das Ding leuchtet fast volle Power. So, 27 Grad, gib ihm. So, wir reisen jetzt. Warte mal, kann ich kurz eben checken? Ja, wir sind unterwegs. Wir brauchen eine Pause um 20 Uhr. Auf dem Weg nach Bremen. Da wir jetzt nach. Warte, wann sollten wir abfahren in Hamburg? 17 bis für 58, 18 Uhr. Abfahrt. Wir sind komplett in der Verspätung drin. Was aber nicht schlimm ist. Wir machen trotzdem dann die Pause.
So, auf geht's. Also, wir reisen weiter jetzt nach Bremen. Ankunftszeit nach 156 Kilometern ist um 20.27 Uhr, das spreche ich in 2 Stunden. Wir brauchen aber ein bisschen, wir machen mal eine kleine Pause zwischendurch auf dem Rastplatz. Deswegen... Ach, scheiße. Ich stehe natürlich jetzt total scheiße. Müssen geradeaus, ne? Ja. Ihr biegt ab, wir können weiter. So, dauert jetzt einen kleinen Moment natürlich, bis wir hier weitermachen können. Jetzt geht's weiter. So, schön links einordnen hier. So, diesmal sind wir natürlich richtig. So, dauert natürlich jetzt immer wieder an den Ampeln. Die kommen aber auch so angeschossen. Der LKW jetzt auch gerade hier rechts, ne? Der kam aber auch übelst in den rangeschossen, aber bremst dann, ne? So, natürlich jetzt ein bisschen das nicht allzu rasen hier. Ja, ich schütte mich der Blitz an. Und ich habe ihn jetzt... Ja, rechtzeitig gesehen. Aber wir müssen ja hier auch nicht übelst rasen. Jetzt der Henker. So, dann halten wir uns jetzt mal straight Richtung Bremen. Ich muss mal gerade kurz mich orientieren. Ich glaube geradeaus, wenn ich es richtig sehe. Genau, Schwerinkiel brauchen wir nicht. Wir müssen da Bremen und Hannover. Schwerin, Kiel, eher weniger. Oh, warte mal. So, warte mal, was haben wir denn jetzt hier überhaupt noch? Haben wir einen Parkplatz oder was auch immer? Da ist eine Gefahrenstelle, die ziemlich zeitnah ist. Ich denke mal, dass wir diesen Parkplatz, der hier vorne ist, ein Rastplatz, dass wir da Pause machen werden. Wir sollen 20 Uhr die Pause machen, sagt er uns. Was, Klimaanlage zu kalt? Am Arsch. Oh. Hannover Braunschweig ist hier komplett verlinkt, die Spur fest. Ich kann jetzt gerade nichts... Ich kann jetzt gerade nichts machen.
Ja, wenn du dich auf tausend Dinge konzentrierst. So. Das ist natürlich total toll, wenn man da jetzt rüber muss. Müsste, glaube ich, jetzt hier raus wahrscheinlich, ne? Ist hier was Besonderes jetzt gerade, dass ich das sehe? Ach, das ist die Gefahrenstelle, ne? Noch 107 Kilometer bis Bremen. Oh, hier brennt es. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Ich tut mir leid. Hat's gebrannt. Ich wollte das mir gerade nur angucken. Tut mir leid, ich glaube, das Feuer hatte damit nichts zu tun. Der Kerl gerade hat nichts damit zu tun. Ich glaube, der LKW jetzt gerade ins Auto gefahren. Ich mache ja hier Dinge, die ich dann wieder niemals machen würde. Ist das schon der Rastplatz da vorne? Das wäre schon krass, wenn ich weil, ja, tatsächlich, das ist der Rastplatz schon. Den wollen wir nutzen. Jetzt um die einzige Pause zu machen. Weil wir könnten, ja, bis 20 Uhr, sind wir ja die Pause, man. Schafft bis 20 Uhr noch Bremen? Nee, wir nutzen die Pause. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ja, komm, scheiß drauf. So, dann machen wir eine reguläre Pause. Hier dürfen wir nämlich dann auch. Das ist aber auch natürlich eine Ecke hier. So. Ja, liebe Fahrgäste, wir machen eine kleine Pause. Und nutzen Sie. So, dann gehen wir wieder in den Bus. Ein bisschen Fahrgäste durchziehen. Moin, Thiago. Bella. Wir sollen auf 13 kommen. Was passiert? Passiert das eigentlich irgendwann mal, dass wir den Fahrgast übersehen? Guck mal, ihr seid Brüder, ne? Genau der gleiche Gesichtsausdruck. Jetzt gehen wir kurz mal rumgucken, um noch. 7, 8. Passiert eigentlich immer mal, dass einer zu viel ist oder einer zu wenig? Nein. So, dann gehen wir wieder runter. Jetzt sind wir auf unseren Stammplatz und dann geht's weiter. So.
Klimaanlage ist zu heiß, Alter. Ihr meckert bei 25 Grad, dass die Klimaanlage zu kalt ist. Da. Gut, weiter geht's. So. So, 70 Kilometer von Bremen. Und wir haben unsere gesetzliche Pause gemacht. Ich warte jetzt eigentlich noch auf eine Polizeikontrolle. Die kam bisher noch nicht. Kommt die überhaupt noch eine? Also, die könnte random kommen, ne? So, mal gucken, wenn dann Level 4 erreichen, dann müsste eigentlich alles frei sein. Soweit du weißt, ist das das Maximum-Level, was ich gelesen habe. Und dann können wir dann hoffentlich irgendwann in der nächsten Episode mit das Ausland anfahren. Gut, dass ich von der Ansage nicht relativ nicht viel mitbekomme. Ich muss aber machen, weil die Erfahrungspunkte gibt. Ich habe teilweise auch die Hintergrundgeräusche so leise, dass es eigentlich unangenehm ist. So, 50, keine 50 Kilometer mehr, wir sind nach Bremen. Das heißt, wir müssen jetzt hier rechts, nee, geradeaus. Bremen, Osnabrück. Hier vorne ist wieder ein Kollege. Boah, Alter. Macht doch hier keine Vollbremsung. Na Gott sei Dank habe ich den noch rechtzeitig bemerkt, aber der ist auch mutig. Handy klingelt. Vor allen Dingen, warum? Ich meine, ich habe das Taxi gerade gesehen, aber der bleibt auf der linken Spur stehen. So, da sind wir noch in Bremen. Also kurz vorher. Und dann haben wir das letzte Teilstück noch nach Wilhelmshaven. Ach, hier werden wir gleich wieder auf die Autobahn zurück müssen.
Klimaanlage 2? Ihr meckert die ganze Zeit! Der von der Tankstelle, wie weit sind wir mit dem Tank überhaupt noch? Halbe Tank oder sehe ich das gerade richtig? Wir haben noch einen halben Tank, okay. Theoretisch könnte man auf dem Boot weg tanken. Na Katze? Tada! Nein, es war Gewitter. Ich fahre ja nur 60. Boah, warum werde ich geblitzt? Ich fahre jetzt halte mich nur ein bisschen an den Linksverkehr. Ich weiß, ich habe Tempomat drin, habe keine automatische. Das wäre natürlich total. Also Tempomat ist drin, ja, aber begrenzt aber nicht oder was auch immer. Limiter. Die haben ja jetzt nämlich einfacher, dann könnte ich mit Gas geben, dann wird nichts passieren. Guck mal, Bielefeld! Ja, die Shotguns wirklich. Und nein, ich war noch nicht da. So, da sind wir gleich da. Wir haben noch ca. 6 Kilometer bis zur Haltestelle in Bremen. Guck mal, jemand, der Bielefelder Kennzeichen ist, hat ein Bremer Kennzeichen. Ja, meine Fresse, super funktioniert. So, dann sind wir gleich in Bremen. Da vorne ist halt schön. So, einmal hier rum und dann sind wir schon da. Und damit haben wir Bremen. So, dann machen wir mal die Schleuse auf. Ah ja, ich habe sie verschlossen. Gut, ich mache es eigentlich immer während der Fahrt. Ich weiß ja nicht warum, aber eigentlich sollte nichts passieren. Aber es gibt ja auch durchaus mal Leute, die ein bisschen die Spaß dran haben. So, einmal aufmachen. Jetzt kommen wir nämlich wieder auf. Weil da stehen nämlich einige rum mit. So, dann gucken wir mal durch, was wir so haben. Du willst nach Basel, weniger. Vor allen Dingen, weil du Diana Vicorek, nö. Da habe ich mich wohl vertan. Da fahren wir noch nicht hin, nach Basel. Tag. Bald. Wir wollen bestimmt mein Ticket sehen. Du bist Pilpe Bluck. Bilock. Jawohl, das bist du. Du kannst mit, Benni. Juhu. Grüezi. Du willst noch wieder schlafen, Lucian Christ. Lucian Christ, das ist ganz gut, der steht da noch drauf. Mahlzeit. Hier, mein Ticket. Du bist Justin Rose. Justin Rose, da ist er doch. Dankeschön. Ciao. Fahren Sie in meine Richtung? Ja, natürlich. Joe Walz, jawohl. Cool. Bist du der Bruder von Christoph Walz? Mahlzeit, so. Mein Ticket. Ja. Warte. Du bist... Hallo Katze, Emilia Blume. Emilia Blume, da ist sie doch. Dankeschön. So, du bist... Hey, deine zwei Brüder sitzen auch schon im Bus. Du stehst nur hier so Spaß rum, okay? Ciao. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, du scheinst wohl richtig zu sein, weil du Williams haben will ich und Felina Frisch steht auf der Liste. Cool. Sie in meine Richtung? Tizian Hopp. Jupp, passt. Ciao.
Moin. Das Ticket, bitteschön. Was hast du hier? Gute Laune gefressen oder was? Mia Krug? Auf. Ja, passt. Grüezi, hier ist mein Ticket. Wilhelmshaven, du möchtest Miriam Römer. Ganz witzig. Hast du deine Schwester, deine Zwillingsschwester da mitgebracht hier? Mahlzeit, hier mein Ticket. Nee, Luinia Thiemann, warum sieht das aber gleich aus? Vielen Dank. Haben wir alle? Jetzt eigentlich. Nee, du möchtest ja nach Basel und der Rest steht einfach nur aus Jasper Vater, war wahrscheinlich auf dem Linienbus. Wir haben doch noch einen Linienbus, haben wir so heute schon gestellt. Da steht eigentlich nur Flixbus gerade dran. Ansonsten nichts weiter. So, Tür und so. Und dann geht's weiter. Wie gesagt, auch wenn ich höre die Ansage selber nicht. Nicht halt so wäre, aber ich stört sie nicht. Ich weiß, dass er zwischendurch mal einige YouTuber gestört hat, aber ich stört sie jetzt persönlich nicht, weil ich es relativ leise habe. Warte mal, müssen wir noch irgendwas vergessen? So, wir sind jetzt in Bremen los. 10 Minuten zu früh, das passt. Wir fahren ja eh noch tanken gleich, ja, beruhigt weg. So. Okay. Dann reisen wir jetzt zum letzten Ziel für heute. Nach Wilhelmshaven. Sind nochmal 151 Kilometer. Pause brauchen wir, glaube ich, mal, das wissen wir es nicht. Oder wollen wir nur eine Pause machen? Nö, eigentlich nicht, ne? Nö, passt. Die haben wir ja die einzige. So, dann, auf geht's! Wie gesagt, mich stört die Ansage nicht. Also wie gesagt, wir kriegen auch Erfahrungspunkte dafür. Da schaffe ich sogar noch. Aber das nicht mehr. Wir halten es auch schöner, die Verkehrsringe. Also für Geschwindigkeit ja, ist was anderes, aber zumindest rote Ampeln. Noch mal kleiner Weg, ich musste zwischendurch mal was wegmachen. Seht es mir bitte nach. Meine Katze hat sich gerade ein bisschen übergeben, das heißt, ich musste das kurz wegmachen. Deswegen kurz der kleine Weg. Also jetzt hoffe ich, dass wir ohne Zwischenfall weiter durchfahren können nach Wilhelmshaven. Und dann hoffentlich in der nächsten Episode dann. Jetzt auch so, warte, wir müssen ja tanken. So, wir tanken einmal kurz. Ist auch alle voll. So, einmal. Danke, danke. So, das wollen wir noch machen und jetzt dürfen wir es hoffentlich ohne große Sorgen und ohne große Probleme durch nach Wilhelmshaven
Unser letztes Ziel sind nochmal 139 Kilometer. Da kommt nichts. Also weiter. Ankunftszeit geplant ist 22.35 Uhr, also in gut zwei Stunden. Mit Ansage, ich werde es wahrscheinlich etwas früher schaffen. Aber mal schauen. Ich hasse so Schleicher. Vor allem, du bist von. Das ist der komische Jeep hier vorne. Moin. Genau. Fahr auf die linke Spur. Du hältst schon alles auf. Dann fahr ruhig und fahr genau rüber auf die linke Spur. Halt ruhig auf die linke Spur. Das ist auf die Spur. Mir ist es egal, ich ziehe auf der Mittelspur. Aber hier schon wieder. Weißt du, dass du diese Linksspurschleicher. Also normalerweise kennst du ja die Mittelspurschleicher, aber dass du da links dann jemanden hast, der gefühlt mit 70 da lang fährt. Na, mir soll es egal sein. So, habe ich jetzt irgendwas auf der Karte, auf der Map, was jetzt irgendwie noch dramatisch ändern sollte? Bei der Hamburg sind wir ja durch. Kommt jetzt noch irgendwas? Nee, ne? Nee, eigentlich jetzt gar nichts mehr bis Wilhelmshaven. Und dann hoffe ich, dass wir dann durch sind. Nee, dann zumindest mal, dass wir dann einen größeren Radius haben, dass wir dann zumindest das erste Mal draußen fahren. Ich will mich in der nächsten Folge gerne eigentlich in die Niederlande abhaken. Deutschland werden wir nicht abhaken, das dauert doch eine Weile. Aber ich will zumindest in der nächsten Folge die Niederlande schaffen. Amsterdam, also Groningen, Amsterdam, Rotterdam und dann Rotterdam, Arnhem. Also das sind ja eh nur vier Städte. Also Groningen, Amsterdam, nach Rotterdam, nach Arnhem und dann Richtung Ruhrgebiet, so ein bisschen wieder. Das war dann quasi mehr oder weniger hier oben, das ist zumindest ein bisschen abhackt. Ich glaube, hier oben sind wir fast bis auf Flensburg alles fertig. Haben wir alles. So, jetzt wechseln wir die Autobahn auf die 29, auf die A29 und wechseln, fahren jetzt straight in Richtung Norden, in Richtung Wilhelmshaven. Jetzt blendet natürlich die Sonne wieder so ein bisschen. Das ist natürlich wieder das Problem, dass ich nichts sehe. Jetzt sehe ich wieder das. Jetzt sehe ich wieder gar nichts. Ich sehe echt nichts. Warte mal. Ich muss mal kurz rechts ran. Ich muss die Sonne mir einstellen, mal kurz. Aber das kann ich nicht während der Fahrt machen. Sarah, das sind gefühlt nur diese LKWs, die ganze Zeit reingeschissen kommen. Mit der Geschwindigkeit. Ich muss mich natürlich jetzt mittlerweile auf mein Navi vertrauen. Oh! Oi, 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 oi.
Aber gut abgefangen, Kollege. Da hat er fast seine Karre komplett verloren. Wahrscheinlich, weil er in dem reingezogen ist in dem Moment. Also, Alter. Wir brauchen nicht wieder in den Zylinder. So, 70 Kilometer noch bis Wilhelmshaven. Ich sehe natürlich jetzt auch durch die Sonne mehr sich wenig. So, 120, Achtung, Gefahrenstelle, 100. Tunnel oder was? Wir sind 50 Kilometer vor Wilhelmshaven, da ist mein Papa aufgewachsen. Also, lange dort gewohnt. Ich war auch erst einmal dort, ein, zweimal dort. So, und ich baller hier mal gerade mal kurz vorbei an euch. Moin! Wir sind gleich da, 35 Kilometer noch. Vor allem bei der Geschwindigkeit können wir ohne Probleme durchballern, ja. So, wenn Sie da ein bisschen aufpassen, jetzt gehen wir wahrscheinlich runter von der Autobahn, sind wir hier Richtung Landstraße unterwegs. Also es ist offiziell auf der Autobahn. Das ist offiziell auf die A29, ja? Oder? Also viel ist es jetzt eh nicht mehr bis Wilhelmshaven. Und dann hoffe ich, dass wir dann in der nächsten Episode in die nach links können. Niederlande können. Da schauen wir mich in Wilhelmshaven und fahren heute in die Niederlande. Wenn, wie gesagt, der Radius sicher wird, wenn wir vom Werbiger sind. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Wir müssen halt warten, bis der Level sicher wird. Aktuell ist der Radius von 450 Kilometern um Leipzig herum. Das reicht noch nicht ganz. Bis wir fehlen nämlich auf Flensburg. Also jetzt müssen wir gucken, dass wir dann erstmal was anderes mitnehmen. Dann fahren wir wahrscheinlich von Berlin aus über Potsdam. Und gucken wir mal, was wir dann machen. Ich würde auch fast sagen, Berlin, Potsdam. Ja, Magdeburg, Braunschweig, hier die Ecke runterfahren, würde ich sagen. Ansonsten, wenn es halt nicht jetzt klappt. Weil hier oben, wie gesagt, haben wir alles. Aber halt. In der Mitte noch nicht. Ja, dann. Vielleicht runter? Oh. Ja, das kriegen wir schon hin. So, herzlich willkommen, liebe Leute, in Wilhelmshaven. Also, dass ich hier irgendwas erkennen würde. Das ist so lange her. Ja, natürlich musst du doch überholen. Das war mir sowas von klar. Oh. Ist das
ist gerade 70. Oh, Alter! Das ist genau das, was ich meine. Die überholt noch, zieht rein und bremst dann. Ja, wie Leute, die mich kennen, ich bin tatsächlich Busfahrer. Und, ach, scheiße, jetzt hier ist die nächste Pickerspur. Oh, das weiß ich tatsächlich. Ohne Scheiß, ich erlebe solche Situationen tatsächlich tagtäglich im Job. Ich habe auch schon so Spezialisten gehabt, die unbedingt zum... Ja, gib mir die Sicke. Nischt! Herzlich willkommen bei Flixbus! Ja, die Ampel war rot, ich weiß. Ja, ich erlebe solche Situationen tatsächlich tagtäglich im Job und ich habe tatsächlich teilweise Spezialisten, also ich habe einen bisher gehabt, der mich vom Ort geholt hat, auch im Ort schon, und dann quasi mich rausgebremst, also mit 80 vorbei an mir, reingebremst und mit 50 runter. Ah, da kann ich nichts für! Das war ein Leck. Und ja, wir sind komplett runtergebremst auf 50. Also ich hatte nicht weit weg mehr. Und ich habe schon Spezialisten, die schaffen das vom Bahnübergang. Und zwar wirklich knapp vom Bahnübergang. Da sind teilweise die... Oh, Alter, was ist denn heute los? So ein Audi. Ja, das war mein Audi. Und... Also vom Bahnübergang schaffe ich das auch, wenn die 300 Meter parken sind. Ist egal, es wird immer holen. Da wird 30 angezeigt und dann wird man noch überholt. Hauptsache, ich muss so schnell vorbei an dir. Oder an der Straße, wo gerade der Bus hinpasst und ein Auto hinpasst. Auch schon erlebt. Da wird sie dann gedrängelt. Da ist zwar 80 draußen erlaubt. Ja, mein Gott. Aber, oder 70. Aber man muss sich da nicht versuchen, den Bus wegzudrängeln, weil man da unbedingt ein bisschen schneller fahren muss. Und ich lasse mir da ein bisschen Seitenabstand, gerade wenn es dann Richtung Waldstraße oder sowas geht. Lass mir da ein bisschen Seitenabstand. Da wird man noch weggedrängelt. Muss man doch unbedingt überholt werden, weißt du? Anstatt dass man die Leute ein bisschen Geduld haben. Also da könnte ich teilweise echt sauer werden. Also wenn ich mir überlege, was manche Leute sich erlauben. Oh, das halte ich schon. Jo, da sind wir. Herzlich willkommen, Wilhelmshaven. Echt mal ein Beispiel. Ja gut, das Ende war jetzt nicht so. So. Keine Sorge, ich mache jetzt noch. So, ist das wie gerade? Ich dachte, die Luke geht jetzt auf, ne? Ja. Gut. Das war dann die Fahrt von Schwerin nach Wilhelmshaven. Und in der nächsten Episode, je nachdem, wie es aussieht, warte mal, wir machen kurz noch den Check. Ja, das muss ich gerade nur gucken, haben wir jetzt die Erfahrungspunkte bekommen wegen dem Leveln. Wir kriegen 988 Erfahrungspunkte. Ich hoffe es, wie gesagt. Schlachtfeld 8, okay. Gut, das Ende war jetzt scheiße. Radarkontrolle einmal geblitzt worden. Geschwindigkeit sind wir eigentlich 94%. Sie auf der Straße gefahren, fast 98%. Bordsteine mitgenommen, aber gar keine. Sehr schön. Sicherheitsabstand angehalten. Mein Gott, passiert. Service haben wir fast, haben wir alles voll. Klimaanlage 36%, okay. Keine fehlende Fahrgast, Pausenqualität haben wir eingehalten. Überpünktlich sind wir gefahren. Fahrplanmäßige Abfahrt. Oh, so. Aber toll gemacht. Sieht doch alles gut aus. Ökonomie, wie gesagt, einmal getankt.
Und da passt das. So, jetzt hoffe ich, dass wir alle auf Level 4 haben. Und jetzt hoffe ich, dass wir alles haben. So, jetzt müssen wir gucken, das war. Haben wir doch irgendwas, was jetzt nicht. Genau, jetzt haben wir auch alle Kartenteile freigeschaltet. Wir haben jetzt keinen fehlenden Radius mehr. Das heißt, ergo, wir können jetzt quasi einmal komplett die Karte abdecken. Gut. Dann machen wir in der nächsten Episode. In der nächsten Folge. Fahren wir. Und das ist dann die 06. Wilhelmshaven, so wie wir jetzt gerade unterwegs sind. Groningen. Amsterdam. Rotterdam. Arnhem. Nach Gelsenkirchen. Das sind 1056 Kilometer. Also wir werden eine lange. Warte mal, Gelsenkirchen nicht raus, das sind 725 Kilometer. Also das werden wir wahrscheinlich nicht in eine Folge kriegen. Muss ich gucken, wie weit ich das schaffe. Aber wir haben eine lange Strecke vor uns. Also wir fahren nach Arnhem. Also wir stecken einmal komplett die Niederlande ab. Und von Arnhem, wenn wir dann in der danach folgenden Folge, oder nachfolgenden Folge, Belgien nehmen und dann jetzt nach Frankreich reingehen. Also wir fahren jetzt erstmal im Ausland. So, speichern. Gut. In der nächsten Folge, wie gesagt, freue ich mich drauf, wenn wir dann endlich ins große Ausland fahren. Bis dann, tschüss.